Hallo meine Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video. Es klingt vielleicht verrückt, ja, aber ich bin wirklich wieder da, ja. Ich bin wieder da. Es ist jetzt fast um 12 und ich habe mir aber gedacht, jetzt muss ich mir ein bisschen ein Video hier vorstellen, damit ihr mich richtig seht, genau. Ich habe mir aber gedacht, ich mache das Video heute noch, weil ich habe heute endlich Internet bekommen. Da ich, wie ihr auch am Raum seht und am Hintergrund seht und keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich in der Wohnung, ich bin in meiner Wohnung. Deshalb habe ich auch so lange keine Videos gemacht. Ich hatte viel auch auf Instagram immer geschrieben, damit ihr wisst, was mit mir los ist. Habe ja zwischendurch überhaupt keine Videos gemacht, aber euch auf Instagram, wie gesagt, informiert. Und ja, ich hatte ein paar schwierige Monate. Musste das erstmal so für mich ja, alles verarbeiten, mit mir klarkommen, mit mir zurechtkommen, gucken, wie es weitergeht. Und ja, hatte einfach auch überhaupt keinen Kopf für YouTube oder andere Sachen. Wie gesagt, auf Instagram und so habe ich immer mal ein bisschen gepostet, damit ihr wisst, wie es mir geht. Und ja, dann kam jetzt noch der Umzug und ich bin jetzt sozusagen seit über einer Woche in meiner eigenen Wohnung und es ist toll, es ist super. Ich fühle mich wirklich großartig. Es ist ein tolles Gefühl, eine eigene Wohnung zu haben. Ich habe hier meine Mäuse neben mir. Ja, eigentlich meine eigenen vier Wände. Ich habe eine Dachterrasse, ich habe alles das, was ich brauche. Bei Gelegenheit kann ich sicher mal eine Roomtour machen. Mal sehen, wann ich dazu komme. Jetzt gehe ich erstmal wieder auf Arbeit. Ich hatte jetzt Urlaub gehabt. Und ja, also wie gesagt, kommt alles noch, damit ihr aber erstmal Bescheid wisst. Ich bin jetzt sicherlich zurück. Ich sage sicherlich, weil ich noch nicht weiß, wann ich jetzt immer zu den Videos komme, weil ich jetzt wie gesagt wieder arbeiten gehe. Aber ich denke, es kommt jetzt regelmäßiger, weil ich jetzt auch wieder die Lust dazu bekommen habe. Und ja, was kann ich noch sagen? Also, ich bin happy, so wie es jetzt ist. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Wohnung. Was soll ich noch anderes sagen? Es ist ja so, wie ich es mir vorgestellt habe. Genau so habe ich es mir auch eingerichtet. Und ich liebe meine Dachterrasse. Also, was würde ich? Ich würde sie nie wieder hergeben, weil einfach, ja, das ist für mich der schönste Platz überhaupt. Es ist wie Urlaub. Und ja, also, ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ihr von Arbeit kommt und euch auf eine Dachterrasse legt. Ich habe auch einen Liegestuhl. Oder da Frühstück oder Abendbrot esst oder irgendwas, das ist einfach nur toll. Und ich mache auf meine Mäuse noch ein Außengehege, die haben jetzt erstmal nur sporadisch so einen kleinen, Juli, liegst du auf dem Fry drauf? Es ist ja noch nicht zu warm, meine Mausi. Ja, auf jeden Fall kommt da noch was hin für meine Mäuse, das ist erstmal nur sporadisch was aufgebaut und ja, zusammengefasst ist es einfach nur toll, hier meine neue Wohnung und Roomtour, wie gesagt, kommt sicherlich noch. Ja, zu Beginn, also was heißt zu Beginn, also um wieder einen Neustart zu bekommen, habe ich mir überlegt, folgendes Video zu machen und zwar meine Top 5 Drogerieprodukte, weil ich glaube, das ist hoch gefragt. Es kommen sicherlich auch noch meine Favoriten. Es ist so viel Neues auch gekommen in der Zeit, wo ich jetzt keine Videos gemacht habe. Ich war natürlich auch shoppen zwischendurch. Aber es ging hauptsächlich um meine Wohnung. Also ich habe wirklich in den letzten Monaten extrem zurückgesteckt, was Shoppen angeht, weil ich einfach ja keinen Bock so wirklich hatte und es eigentlich hauptsächlich nur um meine Wohnung ging und das meiste Geld dafür draufgegangen ist, ist ja auch logisch. Und man setzt jetzt auch andere Prioritäten und klar geht man oder fühlt sich hin und wieder, fühlt man sich hin und wieder angefixt von irgendwelchen Produkten, Beauty-Produkten, Fashion, was auch immer. Aber es kommt wie gesagt alles noch und ich fange am besten jetzt einfach also als Neustart in die YouTube-Welt und ich hoffe, dass ihr mir trotzdem treu geblieben seid und ich gedacht habe, ey, die Olla hat da wohl alle Latten, hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Aber ich glaube, ich muss mich von niemandem rechtfertigen, wenn ich keine YouTube-Videos mache. Wenn es mir nicht gut geht, geht es mir nicht gut. Wenn ich keinen Bock habe drauf, dann ist es so. Jetzt habe ich Bock drauf und auch wenn es fast um 12 ist, mache ich es trotzdem. Genau. Und ich habe Internet, ein Glück. Das haben wir heute noch eingerichtet. Oh, das war ja auch wieder was. Auf jeden Fall, wir kommen jetzt zu meinen Drogerieprodukten. Favorite 5. Ich hoffe, das ist 5 sind. 1, 2, 3. Ja. Ich habe manchmal von der Marke mehr Produkte, aber ihr werdet jetzt sehen. Ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar, ich habe leider den Deckel von dem Puder nicht mehr. Aber es ist mein Lieblingspuder aus dem Drogerie-Bereich. Das ist dieses, wie heißt denn das? Clearface?
steht es hier drauf noch? Manhattan. Dieses Manhattan Clearface Powder, glaube ich, heißt das. Ist in dieser, das ist nicht bei Manhattan steht das, sondern in dieser Abteilung für Reinigungsprodukte. Und da gibt es auch dieses Puder, das ist dieses mattierende Puder. Schieß mich doch, wie das heißt, ich glaube, das heißt Clearface. Und es hat jetzt auch eine neue Aufmachung. Ich habe schon wieder fast Hit the Pan. Ich habe eigentlich schon Hit the Pan. Und es ist einfach nur toll, weil es ist mattierend und es verstopft eure Poren nicht. Und es wirkt antibakteriell. Und da ich das sehr gerne für meine T-Zone nehme, weil ich ja da immer so ein bisschen die Probleme habe, immer noch, ja, nehme ich sehr, sehr gerne dieses Puder dafür. Und es hilft einfach gegen Pickel und ich finde es toll. Man sollte nicht zu viel nehmen, wenn man sonst so vollgestopft wirkt irgendwie oder so. Ich finde halt sehr cakey wirkt. Und deswegen nehme ich es immer nur ganz leicht mit dem Puderpinsel drüber. Manchmal nehme ich es auch mit dem Wattepad. Also ich nehme es auf dem Wattepad und tupfe so bestimmte Stellen ab, wo jetzt, sag ich mal, ein Pickel ist oder so. Aber ansonsten passe ich da echt extrem auf. Und ja, es ist einfach nur toll und das Hautbild wirkt sehr ebenmäßig. Es wirkt sehr mattiert. Ich finde das sehr, sehr gut für die T-Zone, finde ich sehr, sehr gut. Ich nehme es nicht für Wangenbereich, weil da ist es mir echt zu, weiß ich nicht, da will ich es glowy haben und da brauche ich so ein Puder nicht. Ich habe übrigens die Farbe Vanilla. Dann habe ich von Catrice drei Produkte. Wartet mal, 1, 2, 3, 4. Ne, wartet mal. 1, 2, 3. Ja, von Catrice habe ich drei Produkte. Ist zwar blöd jetzt, aber ich nehme trotzdem meine Top 5 für Produkte, weil es ist von einer Marke. Jeder macht es ja auch, wie er will. Ne? Und zwar von Catrice liebe ich wirklich die Blushes, muss ich sagen. Das habe ich aber jetzt erst neu so für mich entdeckt. Das war vorher noch nicht so. Und zwar habe ich zwei von Catrice. Ich denke, ich werde mir aber auch noch mehr holen. Aber da ich eh so blush-süchtig bin und genug Blushes habe, überlege ich mir, ob ich mir doch noch eins hole. Also keine Ahnung, auf jeden Fall, das sind wirklich zwei super Blushes. Das ist einmal Love and Peach, das ist dieser Peach, und das ist jetzt bestimmt durch das Licht total beschissen erkennbar. Von daher Love and Peach. Und einmal den neuen, das ist der Pinkerbell. Der ist jetzt mit dieser neuen, das kann man nicht erkennen, das könnt ihr vergessen. Das ist mit dieser neuen Umstellung, der Sortimentsumstellung ist der gekommen, der Pinkerbell. Also super schönes, ja, Pink. Es ist wirklich ein super schönes Pink. Also ich wollte es ein bisschen noch umschreiben, aber es ist, man kann es nicht anders umschreiben. Man kann es sehr, sehr gut aufbauen. Es ist super geil pigmentiert. Diese Blushes sind super geil pigmentiert. Man muss bei denen wirklich auch aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt. Also wirklich nur leicht mit dem Puderpinsel rein, dann kann man ja immer noch aufbauen. Von daher, ja, aufpassen. Aber auf jeden Fall finde ich die super geil, weil die echt schön Farbe abgeben und die halten auch gut und sehen schön aus und die haben tolle Farben und ja, also das sind so zwei meiner Lieblingsblushes von Catrice. Was für mich nicht mehr wegzudenken geht, ist die Camouflage Cream von Catrice. Die geht nicht mehr wegzudenken, weil die nehme ich jeden Tag für meine Pickel, Unreinheiten, Unebenmäßigkeiten, also für das nehme ich das. Ich hatte auch schon mal die Alverde Camouflage, die ist nicht so gut wie die, muss ich echt sagen, weil meine Pickel manchmal auch so, oder wenn es so Pickelmale sind, dann sind die so trocken und dann tue ich das drauf und dann ist das wieder schön mit Feuchtigkeit versorgt, aber verstopft es nicht oder ja, es deckt trotzdem schön ab und deswegen liebe ich diese Creme. Also wirklich, wenn man die drauf macht, deckt es super ab und dann halt mit diesem Clearface Powder drüber, sieht super aus. Also man kriegt ein schönes Hautbild dadurch, finde ich, und man kann wirklich jede kleinste Rötung oder irgendwelche Unebenmäßigkeiten kann man damit sofort abdecken und das ist einfach eine super Sache. Also ich liebe die Camouflage von Catrice, ist echt super geil. Und was ich auch noch sehr, sehr liebe von Catrice, ist der Liquid Liner in Waterproof. Das ist der, jetzt müssen wir gucken, Don't Leave Me. Da muss ich gleich an Pink denken, ja. Genau, also der Don't Leave Me, ich komme mit dem super gut klar. Ich brauche jetzt nicht unbedingt einen teureren, weil der einfach super ist. Ich habe mir den jetzt auch schon mehrere Male nachgekauft. Ich finde ihn super. Ich kann mit dem super Wing ziehen. Ich kann mit dem super Eyelinerstrich machen. Also ich finde den gut. Ob der für Anfänger geeignet ist, weiß ich nicht. Ich finde ihn einfach. Also von daher ist für mich präzise, er ist super, er hält lange. Und ja, also ich finde, er hält, was er verspricht. Und von daher kann ich euch den nur empfehlen. Dann habe ich zwei Sachen. Eigentlich ist es nur eine Sache. Und zwar mag ich wirklich, auch wenn es Yada Maybelline ist, die Color Tattoos. Und zurzeit auch wirklich nur den, weil den habe ich so oft getragen, jetzt beim Umzug auch und so. Einfach nur drauf,
damit man ein bisschen zumindest geschminkt ist und nicht so ungeschminkt ist. Aber echt so geil. Und zwar diese Color-Tattoos, wie gesagt. Und hier habe ich einmal den Pink Gold, den ich auch sehr, sehr liebe, weil ja, so vermischt mit dem Emerald von Chanel sieht er richtig gut aus. Ist ein super Base. Ich nutze ihn eigentlich auch so nur pur als Lidschatten. Ist halt so ein tolles Pink Gold. Wie der Name schon sagt, das ist jetzt von der Farbe her kann man das jetzt überhaupt nicht erkennen, weil Licht, ja, aber ja, Video, ne? Und was ich jetzt wirklich sehr, sehr liebe, ist der On-On Bronze. Ich glaube, von Mira wieder mal abgeguckt, ist wirklich so ein Bronze, ein super schöner Braunton ist das einfach. Und ich finde den einfach toll als purer Lidschatten. Also ich nehme ihn noch nicht mal als Base, obwohl man das auch wirklich gut machen kann. Ich glaube doch, ich habe den einmal als Base genommen für irgendeinen MAC-Lidschatten. Aber der ist auch so pur als Lidschatten einfach toll. Ich verblende den dann so ein bisschen oder blende ihn aus. Ja, und der sieht einfach super aus und geht schnell, hält super, super geil und creased nicht, also gar nichts. Von daher Empfehlung, Top-Empfehlung, ja. Das vierte Produkt habe ich jetzt auch erst neu entdeckt. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe dadurch, dass jetzt meine Pflegen so, die auch etwas teurer sind, meine Pflegesachen leer gegangen sind und ich wirklich auch eben aufs Geld geachtet habe und gesagt habe, okay, ich gucke jetzt einfach mal im Drogeriebereich, ob ich da auch was finde, was genauso hilft. Ja, also ich habe ja viel Origins genommen, ich habe immer noch Origins da, aber ich wollte einfach mal nach Alternativen gehen, die billiger, günstiger sind im Drogeriebereich. Und ich bin fündig geworden, ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von dieser Serie. Und zwar ist es AUG. Ich glaube, auch meine Schwester hat mir das schon mal empfohlen. Die hat mir dann schon mal irgendwie gesagt, Julia, hier so AUG, das ist doch bestimmt, das habe ich mal gehört, dass es gut ist und so, ne? Dann hatte das irgendjemand bei YouTube erzählt, dass es auch gut ist, es auch benutzt und gut ist und so. Und dann habe ich echt gesagt, so, jetzt benutze ich das, ne? Ich weiß nicht mehr, wie teuer das war. Das ist, glaube ich, von 3 bis 10 Euro, 8 Euro oder so geht es schon. Aber ich muss echt sagen, das ist eine super geile Serie, weil das ist, hier steht es auch drauf, für reine Haut ab 20, ja? Was ja bei mir passt. Und es ist halt so das, was ich möchte, ja. Es ist halt so auch wirklich mal für teilweise unreine Haut, Mischhaut und beruhigend. Deswegen finde ich das richtig geil. Und es hat, ich glaube, auch keine Parabene und so einen ganzen. Wo stand denn das gleich? Stand doch hier überall. Genau, ohne Parabene und sowas. Ich weiß nicht, ob es. Ich muss es gucken, aber auf jeden Fall. Finde ich das auch so für empfindliche Haut sehr, sehr gut geeignet. Also guckt euch echt mal diese AUG-Serie an, falls ihr auch so ein bisschen nach Alternativen im Drogeriebereich sucht. Ja? Ich habe einmal, was ich wirklich, wirklich extrem empfehlen kann, und ich nehme es echt zu oft wahrscheinlich, ist dieses Seesand-Peeling. Das nehme ich wirklich sehr, sehr oft. Man sollte es eigentlich nur ein- bis zweimal wöchentlich nehmen, aber ich nehme es auch früh sehr, sehr gerne einfach nochmal so, um meine Haut zu verfeinern. Das macht so geile Haut. Ich muss echt sagen, er kann noch nicht mal Origins mithalten, obwohl ich immer so davon geschwärmt habe. Aber es ist wirklich echt ein gutes Peeling. Also echt super. Und dann habe ich mir auch noch eine Ergänzung, und die habe ich mir vorher schon gekauft, das regulierende Waschgel gekauft. Was ich auch richtig gut finde, weil erstens ist das ist so schön gelig und das macht wirklich die Haut sehr, sehr schön rein und man fühlt sich danach so frisch und das mag ich. Und dann habe ich mir dazu passend natürlich auch noch das klärende Gesichtswasser gekauft. Also ist auch hier, steht auch ohne Parabene, wirkt gegen Unreinheiten und spendet gleichzeitig Feuchtigkeit. Ist also das, was ich bei Origins auch hatte. Also dieser Ausgleich so gegen Unreinheiten und dann in dem Bereich, wo man Feuchtigkeit braucht, Feuchtigkeit. Ich sage mal, man soll ja auch nicht austrocknen, dadurch bekommt man ja auch Pickel. Also es ist ja nicht so, dass man bei Pickeln nur austrocknen sollte. Und ich finde es einfach toll, weil es sehr sanft zur Haut ist. Es ist halt wirklich für empfindliche Haut auch geeignet und sehr angenehm. Es brennt nicht, gar nichts. Es ist, glaube ich, auch ohne Alkohol und es ist einfach nur toll. Also ich mag die Serie, könnt es gerne mal ausprobieren. Für den Preis kann man auch mal sagen, okay, nee, das geht gar nicht. Aber ich finde es einfach nur super und deswegen ist es für mich eins von den Top 5 geworden. Und das letzte Produkt, da wird, wenn Johanna jetzt das Video sieht, wir sind, also sie hat mich sehr angesteckt mit ihrem Putzwahn, muss ich sagen. Jetzt, wo ich meine eigene Wohnung habe, kann ich es absolut nachvollziehen, wie oft sie putzt. Und sie putzt auch wirklich gründlich. Also sie hat heute mein Bad geputzt. Ja, sie hat mein Bad geputzt. So sind wir. Und auf jeden Fall kann ich es echt nachvollziehen, dass man ja in der eigenen Wohnung halt wirklich diese Sauberkeit will, dieses Reine.
Ja, einfach um sich wohlzufühlen, ist einfach geiler. So dieses Gefühl, ach, meine Wohnung ist sauber. Ja, also die, die eine eigene Wohnung haben, die können das sicherlich nachvollziehen. Auf jeden Fall, was laber ich hier? Das letzte Produkt hatte ich jetzt eigentlich schon 5. 1, 2. Nein, ist ein Reinigungsprodukt. Ja, es ist wirklich eins meiner Top 5 Drogerieprodukte geworden. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, weil. Falls ihr auch gern putzen, eine Wohnung habt, mich verstehen könnt, dann wisst ihr das zu schätzen. Und zwar sind das die feuchten Allzwecktücher von Denkmit, ja. Vielleicht denkt ihr jetzt wirklich, ich habe eine absolute Meise, aber es ist wirklich was, wo Johanna und ich schon aufgehen und sagen: Oh, unsere Allzwecktücher oder unsere Bodentücher, wir sind in Love, ja? Nee, es ist wirklich so. Also, die sind so geil. Also, die könnt ihr wirklich für alles benutzen. Das ist für zwischendurch einfach auch mal so, weiß ich nicht, ob das für euren Fernseher ist oder für irgendwelche Schränke, die ihr abputzen wollt, für Tische, für sogar einen Boden, für die Küche, um Sachen abzuwischen, wenn was dreckig ist. Könnte es sogar bei meinen Mäusen benutzen. Es ist einfach nur toll. Es sind Allzwecktücher, die ihr sogar im Büro benutzen könnt. Also Johanna nimmt es auch mit ins Büro, um einfach den Tisch abzuwischen oder zwischendurch fürs Auto. Je nachdem, wo ihr es eben braucht, es sind einfach Allzwecktücher. Und die sind so toll, die sind wirklich toll. Und das Tollste ist, es gibt die auch so in limitierten Duftvariationen. Und ich habe dieses, das ist wirklich Liebe und es das heißt auch so, Sommerliebe, ja. Riecht mal dran, wenn ihr das noch in euren DM findet, an den Allzwecktüchern Sommerliebe, ja. Die sind so toll. Und vor allem, wenn ihr das damit putzt, also eure Bad, Küche, was auch immer, dann riecht das alles so danach. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und ja, also guckt es euch einfach mal an. Es lohnt sich wirklich, feuchte Allzweckküche von DM. Denkt mit. DM, denkt mit im DM. Und ja, auch die Bodentücher und so sind ganz, ganz toll. Also diese Parkett-Tücher oder die auch für die normalen Bodentücher, die ich mir jetzt auch übrigens gekauft habe, das habe ich ja auch schon beschrieben. Und ja, also. Guckt euch da echt mal um. Im DM gibt es echt gute Reinigungsprodukte. Ich sag nur wirklich, die, die eine Wohnung haben, die wissen das zu schätzen. Und die wissen auch diesen Tipp gut zu schätzen. Vielleicht nutzt ihr sie ja selber schon, ja? Ach Gott, was laber ich. Ja, jetzt sowas, solche Sachen werden wichtig, wenn man eine eigene Wohnung hat. Und ich werde sicherlich auch oft mal über solche Sachen sprechen oder über, keine Ahnung. Ich nehme auch gerne Tipps an, muss ich sagen. So, wenn ihr irgendwelche Tipps habt. Ja, am liebsten würde ich mir eine Putzfrau engagieren, weil es ist ja echt bekloppt, wie oft man hier anfängt zu putzen und Dreck sieht und sagt, ach, das gibt's ja nicht. Ich putze hier so oft, ich habe so oft schon mein Waschbecken geputzt und mein Klo und so. Das ist echt unnormal. Aber egal. Ich habe mich auch nicht verändert oder so. Ich gesagt, hatte jetzt eine totale Macke. Ich bin trotzdem noch so, wie ich immer bin und ja, wie ich immer war. Aber man lernt halt immer dazu und setzt dann woanders auch neue Prioritäten. Und ja, es ist jetzt auch erstmal meine Wohnung. Und ich bin jetzt wirklich so weit fertig hier mit allem drum und dran. Ich habe jetzt wirklich, glaube ich, alles. Ich habe jetzt, glaube ich, wirklich alles. Und ich kann euch dann mal von meinem Umzug in einem separaten Vlog erzählen, wie stressig sowas ist. Das wisst ihr, glaube ich, selber alle. Und ich habe am Anfang schon gewusst, dass es stressig ist. Aber das ist echt, es war unnormal. Es war unnormal. Egal. Auf jeden Fall, das war jetzt mein erstes Video so zum Einstieg für euch, für mich. Gerne könnt ihr mir unter die Infobox, es ist mein erstes Video jetzt nach lang, nehmt es mir nicht übel, dass ich so ein bisschen, ja, ne? Und es ist spät. Ja, und auf jeden Fall, schreibt mir doch in die Kommentare, welche Videos ihr sehen wollt, Vlog, Wohnungstour, keine Ahnung. Ich nehme das dann immer mal so in der Reihe auf und fange das dann auch an, abzudrehen. Und ja, wenn ich Zeit habe natürlich. Jetzt, wenn ich auf Arbeit gehe, wird es sowieso wieder ein bisschen anders. Und ansonsten, ja, ich freue mich, dass ich wieder da bin, auf jeden Fall. Und ja, es ist toll. Es ist, ja, ich hoffe bloß, dass ich es hochgeladen bekomme, weil ihr wisst ja selber, wie es ist, ne? Gut, also, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Nachtabend. Ihr werdet es wahrscheinlich erst morgen sehen, einen schönen Sonntagabend, keine Ahnung, egal wann ihr es seht, einen schönen Tag, bleibt gesund und bleibt mir vor allen Dingen treu und guckt wieder weiter schön meine Videos und folgt mir auf Instagram, Facebook, da bin ich immer noch, Instagram vor allem und ja, stalkt mich weiterhin, also ich freue mich drüber. Also, macht's erstmal gut und bis bald. Ciao!